Gute Miene zum schlechten Spiel. Nach der Pleite zum Bundesliga-Start in Stuttgart will man auf Schalke aber von Druck nichts wissen. Ja, was heißt Druck? Ich denke, wenn wir gestern gewonnen hätten, hätten wir auch oder würden wir auch gewinnen wollen. Am Samstag ist ein Heimspiel. Wir spielen gegen Köln. Ich denke, wir sind klarer Favorit und wollen da 3 Punkte holen. Bis dahin könnte es aber ein langer Weg werden. Gegner Köln ist ebenfalls mit einer Niederlage gestartet. Das Spiel in Gelsenkirchen ist da schon richtungsweisend, um eine Krise zu vermeiden. Was heißt Krisengipfel? Das war jetzt das erste Spiel und das haben wir nicht gewonnen. Wir haben uns anders vorgestellt, aber ich denke, Samstag sind auf jeden Fall 3 Punkte drin. Wenn es die gegen Köln aber nicht gibt, könnte auch die Geduld der Fans schnell zu Ende sein. Eher kleiner Bahnhof für die deutsche Nationalmannschaft. Nur gut 1 Dutzend Fans begrüßte am Sonntag in Stuttgart das Team von Bundestrainer Joachim Löw. Mit einem Freundschaftsspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien startet die Nationalelf in ihre Saison. Mit dabei Stuttgarts in Brasilien geborener Stürmer Kakao. Also ich habe immer betont, dass ich 100% Deutscher, 100% Brasilianer bin. Mittwoch wird sicherlich ein sehr emotionales Spiel. Seine DFB-Premiere feiert der Neu-Dortmunder Ilkay Gündogan, der nach dem 3:1-Sieg des BVB mit reichlich Selbstvertrauen angereist sein dürfte. Ja, ich glaube, es ist eine ganz schöne Woche für mich jetzt in den letzten Tagen und ich versuche das alles zu genießen, versuche aus allen auch Lehren zu ziehen und Erfahrungen zu sammeln. Neben Neuling Gündogan hat Löw 8 Spieler vom FC Bayern nominiert, dafür überraschend auf Mesut Özil und Semih Khedira, die mit Real Madrid noch mitten in der Vorbereitung sind, verzichtet. Die Begeisterung der schwarz-gelben Anhänger in Dortmund reißt nicht ab und so sicherten sich die Fans schon vor Saisonbeginn ihre ersten Schnappschüsse. Aber nicht nur die Fans sind im Autogrammrausch der Vorsaison, auch der Mannschaft gelang beim Eröffnungsspiel ein ähnlich spektakulärer Auftritt. Mit 3:1 überrannte das Team von Jürgen Klopp den Hamburger SV und hat seinen Status als Titelaspirant eindrucksvoll bestätigt. Allen voran Mario Götze. Der 19-Jährige legte Kevin Großkreuz 2 Tore auf, das wunderschöne 2:0 schoss Götze zwischendurch selbst. Die Klasse des Jungstars musste selbst die Konkurrenz eingestehen. Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Mario eine außergewöhnliche Qualität hat. Das hat er jetzt schon im ersten Spiel schon wieder gezeigt. Ich glaube, in Deutschland gibt es gerade in seiner Altersstufe keinen Spieler, der auf dem Level ist. Und wenn er so weitermachen wird, dann werden wir, glaube ich, den nächsten Weltklasse-Spieler in unseren Reihen haben. Gladbach blamiert Bayern. Der Titelfavorit aus München ist gegen Borussia Mönchengladbach überraschend gestrauchelt und mit einer Heimniederlage in die Saison gestartet. 6 Tage nach dem Pokalsieg in Braunschweig lief im Team von Trainerrückkehrer Heinkes wenig zusammen, was Gladbach eiskalt ausnutzte. Nächste Woche müssen die Bayern nach Wolfsburg. Hertha verpatzt Comeback. Viel mehr Bewegung als gegen diese Spielerpilonen zeigten die Berliner auch im ersten Bundesligaspiel nach dem Wiederaufstieg gegen den 1. FC Nürnberg nicht. Das müde, lustlose Gerangel um den Ball verlor die alte Dame 0:1. Nürnbergs Neuzugang Thomas Pekert traf in der 80. Minute. Leverkusen verliert in Mainz. Ausgerechnet Ersatztorwart Giefer machte bei einem Rückpass den entscheidenden Fehler und schenkte dem Mainzer Alagui das 1:0. Nach dem Pokalaus in Dresden hatte Leverkusens Trainer Dutt Giefer überraschend als Adlerersatz benannt. Michael Ballack saß bei der Pleite in Mainz nur auf der Bank. Der Spieler des Tages, Patrick Helmes. Es gibt Gerüchte, VfL-Trainer Felix Magath wollte Stürmer Patrick Helmes loswerden. Jetzt überlegt er sich das wohl nochmal. Gleich 2-mal traf Helmes beim 3:0 gegen seinen Heimatclub, den 1. FC Köln. Und für den FC dürfte ein mögliches Leihgeschäft damit wohl gelaufen sein.